Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Farthest Frontier. Wie geht's euch? Alles klar? Ah, es ist Herbst. Es ist nicht nur hier Herbst, es ist sogar auch in echt Herbst. Geil. Ah ja, endlich raus aus der Hitze. Und ich freue mich genau auf diese Farben hier. So schön. So, okay. Wo waren wir denn jetzt? Wir haben das kleine Dorf errichtet. Unseren Leuten geht's gut. Die könnten ein bisschen Unterhaltung vertragen. Attraktivität. Vielleicht setze ich dich hier um. Was fehlt dir denn überhaupt? Nahrung. Bücher. Warum fehlt dir denn Nahrung? Hab ich hier kein... Doch, hier ist doch direkt der Markt. Okay, da warten wir ab. Also entweder das fängt sich oder der Haushalt bricht zusammen. Obwohl, da wohnt gerade eh keiner mehr. Also kein Wunder, dass es halt keine Nahrung hat, ne? Attraktivität aber bei 81%. Das Herrenhaus braucht 100. Ha, okay, na gut, dann tun wir doch irgendwas. Irgendwas muss passieren. Nur 3%, ist mir zu wenig. Ich brauche irgendwas, was reinhaut. Aber hier scheint es auch zu fehlen. Bei manchen Gebäuden fehlt es halt noch, ne? Das ist ziemlicher Mist. Das kostet mir gerade alles noch zu viel. Also, nicht an Rohstoffen, aber an Gold. Hier dann nochmal die kleine Statue hin. Kostet zwar jetzt 450, aber ich glaube, wir sollten rein theoretisch noch ein bisschen was auf Lager haben. Im Handelsbezirk selbst. Naja, auch nicht wirklich viel. Verdammt! Haben wir echt so ein Defizit gehabt, als ich hier raus bin? Das ist ja wild. Da müssen wir jetzt ganz schön aufpassen die nächsten paar Tage. Ja, okay. Gebäude benötigt mehr Arbeitskräfte. Ein Schrein. Den können wir da reinstecken. Aber wenn die nicht eigentlich Ich hab ganz vergessen, ne? Es sind zu viele Leute krepiert. Stimmt. Und das wird's dann auch sein, was als Goldbericht fehlt, ne? Als monatliche Goldeinkommen.
Weil die Steuern sind dir total eingebrochen jetzt über die Zeit. Was ein Mist, echt. Und trotz dessen möchten hier Leute aufwerten. Und die Backsteine, die jetzt fehlen, fehlen zum Reparieren. Was ein Dilemma. Oh je. Wie sieht's denn jetzt bei der Nahrung aus? Nahrung ist relativ stabil, glaube ich. Nahrung sieht gut aus. Damit können wir was anfangen. Weiß gerade nicht, wie ich das lösen soll, ne? Rein theoretisch müssten wir jetzt Infanterie entlassen. Auf Dauer. Um das irgendwie auszugleichen. Okay, wir spulen mal vor und hoffen aufs Beste. Und wenn wir bei 1000 angekommen sind, dann muss ich Leute rausschmeißen. Dann geht das leider nicht mehr anders. Weil jetzt noch mehr Häuser zu bauen, es bringt es halt nicht. Wir können sie am Ende auch nicht mal aufwerten. Es ist halt absolut nicht möglich. Vorne und hinten nicht. Ziegeleien waren die hier. Die laufen schon auf Hochtouren. Wie teuer ist denn eine? Aber wir können ja nicht mal Leute da rein tun, weil wir haben halt keine Arbeiter, ne? Und es geht weiter. Es sterben weiterhin Leute an Altersschwäche. Alter, was ein... Boah. Es wird sehr kritisch. Okay, ich probiere jetzt doch nochmal irgendwie eine Ziegelei zu bauen. Wir gucken mal, ob wir da was hin und her schieben können. Was brauche ich denn dafür? Die Sachen habe ich auf jeden Fall. So, dann müssen wir nur noch irgendwie die Leute da reinbekommen. Und ich denke, ich werde jetzt schon welche entlassen. Ich guck mal direkt in der Kavaliers... Kavalleriestellung. So ein Dreck. Ich hau erstmal die Bogenschützen raus. Einer nach dem anderen. Erstmal das, was ich nicht brauche. Aber die haben, glaube ich, nicht so viel gefressen an Gold. Zur Not muss ich ein oder zwei Türme dicht machen. Aber ich weiß nicht, ob Dichtmachen zureicht oder ob ich den ganzen Turm abreißen muss. Das wäre natürlich schlecht.
Oh Mann. Guckt euch mal die Geburtenrate an. Die hat ja extrem abgenommen. Wachstum hat abgenommen. Einwanderung. Naja, ist immer mal so in Schüben. Kämpfe, Tierangriff. Gut, momentan sind wir wieder im Plus. Wir sind bei 1000 angekommen. Das ist eigentlich unterste Grenze, die ich erreichen wollte. Aber zumindest konnten wir da irgendwie gegengehen. Shit, ey. Aber die Kerze werde ich verkaufen. Für den Preis. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas, was sich lohnt. Können wir was einkaufen bei dir? Nein, Backsteine. Backsteine kauft er leider nur. Im schlimmsten Notfall würde ich sogar sagen, wir müssen ein bisschen Eisen verticken. Ich habe mal aus dem Handelszentrum zwei Leute rausgeworfen und die sind dann wieder frei zugänglich auf dem Arbeitsmarkt. Ich minimiere mal die Wachen. Und zwar, wenn es geht, in den Kleintürmen zuerst. Geht halt leider nicht anders. Was soll ich machen? Wir brauchen die Leute. Um irgendwie wieder was anzukurbeln hier. Wir müssen irgendwie aus dem Tief kommen. Und es wird nicht mehr momentan. Es wird eher weniger. Und unsere Verteidigung ist eigentlich für 100 Leute mehr gedacht. So, hat's was gebracht? 20 Leute habe ich rangebracht. Das dürfte vielleicht passen. Belda, mein Guter. Was hast du dabei? Ziegel für normalen Preis. Alter, Fellmäntel hätte ich richtig gut verkaufen können, hätte ich welche gehabt. Schade, Marmelade. Okay, Bell, dann nimm dir erstmal wieder einen Tee. Wir kommen vielleicht später nochmal ins Gespräch. Überall bröckeln die Gebäude. Das ist auch nicht so geil. Es schwankt extrem gerade die Einnahmen, ne? Mal so, das ist echt. Das ist echt sehr bescheiden gerade. Wir sind in einer Situation, wo ich gedacht habe, dass wir diese nicht mehr wirklich erreichen. Aber die Leute sind jetzt halt nach langer, langer Zeit gestorben. Wahrscheinlich sind das die Leute, die vom. Ich weiß gar nicht, welches Jahr haben wir? Müssen wir mal drauf achten. Ja, 127. Nee, also es sind nicht die vom Anfang.
Aber es sind die Kinder von den Leuten am Anfang. Oh. 570. Scheiße. Da jetzt nochmal zwei entlassen. Wie viel kostet mich das hier? 100. Da auch nochmal zwei entlassen. Es bringt momentan nichts. Wir können uns nicht mal einen Handel leisten. Ich hätte mir jetzt sehr gerne Backsteine erhandelt. Vielleicht von einem Händler, der noch einen besseren Preis hat als Belda, aber Belda haut in 13 Tagen ab. Ich weiß nicht, ob da noch jemand kommt. Aber wir sollten auf jeden Fall was kaufen, bevor er abhaut. Okay. Okay, Belda, du willst es so? Was kann ich denn mit dem Geld, was ich habe, einkaufen? $171. Okay, komm. Mal gucken. Zumindest erstmal irgendwie was, damit uns hoffentlich die Gebäude nicht auseinanderbrechen. Hier müssen wir priorisieren. Das muss schneller gehen. Ich weiß gar nicht, warum mein Lichtturm heute so hell eingestellt ist. Übrigens drücke ich sehr gerne aus Tasten, aber ich ignoriere meistens die Henkel, also... Was soll ich sagen? Ah. Scheiße. Weißt du, ich wollte mich hier einfach nur heute entspannt hinsetzen und noch an der Stadt werkeln. Aber mir ist dann aufgefallen, in den ersten paar Sekunden, wo ich hier vor ein paar Wochen ausgeschaltet habe. Wir waren ja total in der Krise. Voila, Krise. Aber zumindest, ich hoffe halt, der Goldbericht steigt jetzt wieder über 500. Steigt jetzt halt nach und nach an. Weil sonst... Also selbst das wird Krise, wenn ich jetzt hier nach und nach das Militär rausschmeißen muss. Dann können wir uns, glaube ich, verabschieden. Aber der geht gefühlt alles viel zu langsam. Alles irgendwie in Zeitraffer. Gebäude verfallen. Ja, es war aber das, was eh nicht bewohnt war. Aber genau das wird jetzt passieren. Weil ihr seht, wir haben keine Ziegel mehr, weil die ständig in die Villen reingepumpt werden. Und das wird nach und nach passieren. Dass uns die Gebäude auseinanderfallen. Weil die reichen Leute... Können wir rationieren? Können wir sagen... Nee, ne? Wir können nur... Wir können nichts machen. Bau aktiviert. Ah doch, wir können sagen, stopp. Komm jetzt, macht fertig da unten. Shit, ey.
753, aber zumindest, ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, der größte Rutsch von an Alter sterbenden Menschen ist durch. Die alten Säcke sind somit gestorben. Ah, scheiße. Fünfhundertneunundzwanzig, perfekt, okay. Okay. Okay, zumindest haben wir das Goldeinkommen wieder stabilisiert. Dann können wir auch all mögliche Gebäude weiterhin bezahlen. Das ist ziemlich positiv. Das heißt, wenigstens werden die Leute oder bleiben die Leute heiter. Kriegen anscheinend gerade nicht wirklich mit, was hier abgeht. Doch, es geht weiter. 750. Nach meinem Spruch habe ich das, glaube ich, auch verdient. Okay, echt. Ich kann gerade nur zuschauen, ne? Das ist wieder einer der Folgen, wo ich nichts wirklich machen kann. Außer ein bisschen Micromanaging und hin und her schieben und Co. Aber ja, Leute, es tut mir leid. Bleibt spannend und spannend. Leute, was versteht ihr nicht unter... Bringt doch mal diesen Einstein da jetzt hin. Ja, vielen Dank. Es sind ja Bauzeiten wie in Deutschland. Okay. Ich brauche Kohle. Hab ich Kohle? Hab ich Kohle? Ja. Okay, wir haben noch eine Ziegelei errichtet. Das bedeutet, wir haben 70 Einkommen mehr im Jahr. Ah, zwischen 40 und 80, okay. Bin echt gewillt, noch eine zu bauen, ne? Ich werde jetzt aus jedem zweiten Turm nochmal einen raushauen. Zumindest von dieser Front hier vorne. Um da irgendwie noch an Arbeitskraft ranzukommen. Das Ding ist, ich werde die Ziegeleien am Ende nicht mehr brauchen. Aber ich brauche sie momentan dringendst. Ich würde trotzdem sagen, ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar werde ich jetzt hier mal stagnieren. Ich werde den Bau der Villen eindämmen. Um den Erhalt der Stadt zu garantieren. Kommt der Linke aus mir raus, ne? Okay, noch irgendwo eine Villa, die erbaut werden möchte? Ich stampf sie den Boden ein.
So, ihr müsst leider arm bleiben, Leute. Ihr könnt keine Villa bauen. Die Armen! Schaut, wie sie am Fenster stehen und mir beim Essen zugucken. Okay. Gut, dann sollte sich das jetzt etwas stabilisieren und sobald wir ungefähr 300 Ziegel haben, dann gebe ich das gerne wieder frei. Aber wir müssen erstmal alle anderen Gebäude nach und nach reparieren, weil das ist kritisch. Sonst haben wir nicht nur eine schrumpfende Bevölkerung, sondern auch eine marode Stadt. Und das möchte ich nicht. Für die Leute, die hier wohnen, soll es bewohnbar bleiben. Es soll ein Ort bleiben, wo sich die Leute wohlfühlen und zufrieden sind. Ja, mit diesen Worten und meiner schicken Pilztasse hier werde ich mich verabschieden. Haut rein, bis demnächst. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder los sind und sie uns isoliert.